Okay, Leute. Zurück sind wir im staubigsten Eck von Afrika. Weiter geht's bei Far Cry 2 Redux. Meine Buben, bist du viel gegangen? Das ist mal richtig. Wir haben ja noch eine Mission. Im Porzellau, treibt nicht doch. Du, geh. Hey, hab von dir gehört. Dann Bossas Brief. In der Brauerei. Warte mal. Was hat denn annehmen? Wo die Brauerei? Dort rund. Der Hütter kann man theoretisch mit dem Bus fahren, oder? Freunde, ab zum Bus. Alter, wir bringen über den Zaun. Wenn ihr umgekommen habt, ich depp. Hört das. Eine Karre haben sie auch. Genauso mögen wir das. Jetzt holen wir ein Weißbier in der Brauerei. Die werden ja nicht sonst um. Hört, wir packen. Und wir. Nach drunten ist man. Da sind wir richtig. Nein, Mann, das ist weg. Eine Blindspeicherei. Das tun wir so. Per Schnellspeicher. Die Frage. Gehen wir zu Fuß oder fahren wir? Weit weiß ich nicht. Das heißt, wir laufen. Beim Abendrot kann schon mit Fuß gehen. Wo die Frage geben. Vielleicht wurde mir um mich. Porzellau und Airfield. Wir müssen allerdings Richtung Marina. Wo ist er hingefahren? Mehr passen, gell? Manchmal kommen sie wieder. Die Schlingel. Von vorne über den See. Aber wenn er kommt, dann wieder Schweizer Kass. Hey, schau, dieser. Ist doch schön. Da kann die Seele baumeln lassen. Wenn die dauernd gegen den Kerl kostet. Wo sucht dann? Da fliegt der Blattl rum. Ja, wir treffen hier schon, wir wohnen hier rum und. Sind wir bis offen? So, pass auf. Zu meiner Linken, Marina. Quickies. Den habe ich noch nicht gefunden. Ich frage mich eben. Hey, Mann, die Verdammung ist schon. Hey, Bruder, Foto wo? Ich wollte ja gerade fragen, wo es die Burger gibt. Wo kommst du her? Wo treiben sie da unten? Noch schauen.
du gegenüber Ruhe. Der dumme Hermi. Omnibus? Nee, oder? Ja, wir sagen, wo gerade Oma Fischer. Jetzt ist er hier. Der Weg zur Brauerei, war der weit? Da hat noch nichts so weit ausschaut. Wir sprinten. Im vollen Galopp. Wer grillt da? Oh, wer haust denn du? Die haben uns abgenockt, tschü. Da waren die keine Beine am Werk. Ich glaube, die grillen nicht das mal. Wo spricht er? Kommt gleich. Da vorne haben wir wahrscheinlich nur so einen Außenposten, oder? Den überrumpel ich. Diesmal sind wir waffentechnisch wieder besser aufgestellt. Als wieder das letzte Mal. Da sieh du, ha? Die Bayern. Feier die ohne mich. Wer der Gegner? Ihr braucht keine Gegner mehr. Aber hallo, den Hinterschädel. Ja, das Rotkäppchen. Und hier noch den großen Macker markiert. Wie schaut denn aus? Sollte wer? Da brennt die Tankstelle. Komisch Auto feiern. Da sind wir. Und nix sind wir. Der wollte ja den Schabmacher. Wachpost Nummer 29. Bei der Spritbrei kann ich, oder? Wobei. Fein noch. Wenn du schon kriegst. Stunden haben sie keine. Weiter geht's. Wer tigert jetzt zur Brauerei? Wo behauptet ihr, wer mit der Sehnsüchtigen warten? Boba Senko und Co. Und? Kein Schwanz daheim. Jetzt hol ich mir erst mal Weißbier, damit die ausgehen. Keine Steine. Aha, doch einer. Ich hab ja gewundert. Da haben sie ihre Braumaschinen schön.
Oldschool. Er liegt schon rum und dann los. Da war schon einer von mir da, oder wie? Ja, Stoindl. Her damit. 61. Koffer Nummer 90. Pass auf. Pilz. Ein Hölz. Krocke Weißbier. Ja, ich sag's ja. Seko Pilsner. Jetzt zeig's auf kein Sau, gell? Also, bumm. Jemand hat schon aufgeräumt. Mach mir schöne Augen, Baby. Er liegt da rum. Money. Was rauchen denn da, Jü? Was soll das sein? King Size. Hört das? Superclub. Ich pfeift eine. Mein Ziel aktualisiert. Hätte ich gut, Kittel. Ein Vermögen wird, Jü. Das ist der Koffer. Aha. Der gesuchte Koffer. Na gut, mehr oder weniger. Halt, oder ich schnitze sie auf. Oh, Benito. Ach sie. Zum Waffenruhe absegnen sind sie zu spät. Friedensvertrag, ein Witz, eine Schmierenkomödie. Diese Leute wollen Frieden. Sie wollen ihre Ruhe. Die Welt soll woanders hinsehen, damit sie weiterhin vergewaltigen und plündern können. In Frieden, versteht sich. Es wird aufhören. Ich werde sie aufhalten. Die werden mich verfluchen, wenn ihnen das Blut aus dem Hals spritzt. Sie stoppen mich nicht. Glauben Sie, ich kenne sie nicht? Was sie sind und was sie hier tun? Früher war ich wie sie. Die werden glauben, sie hätten das getan. Ein dreckiger Söldner für Geld. Das ist gut, da fängt der Krieg wieder von vorne an. Das Blutvergießen hat erst angefangen. Wir werden diese Männer heilen. Wir werden ihnen die Krankheit einfach rausschneiden. Was ist ja, das? Ja, Rapper, der Kofi ist wieder Sock. Toll. Und der Watsch noch mehr gerückt. Aber ohne wie? Der verdruckte Watschen. Pass auf. Das hat er mir ausgeraubt und eingekerkert. Die dumme Sau. Dann siehst du kacke aus. Was habe ich dir über die Morons gesagt? Hallo. Los, mir aus, du. Warum hast du uns die Diamanten nicht wie versprochen gebracht? Der Pilot ist abgehauen. Hey, Service. Kam Soldaten. Mit der Runde ins Telefon. Ich kann dir nicht vorstellen, wie schlimm es war. Die trifft nicht so mein Geschmack. Wir schieben uns das Attentat in die Schuhe und behaupten, wir seien das Problem dieses Landes. Du, totaler Blödsinn. Nein, bitte nicht, okay? Pass auf, wenn einer kommt, dann spring ich noch. Wir kotz. Aber meine Granaten habe ich noch, gell? Ich weiß nicht, ja. Jetzt sind wir selbst persönlich. Die holen die ab. Was ist da? Ja, natürlich. Lehmhütten. Pass auf, meine Pillen habe ich. Und jetzt möchte ich auschecken. Wo bin ich denn? In Prison? Geil. Aber nur zu Besuch. Moment, auschecken. Einchecken haben nimmer. Du sollst mir schon da mit meinen Knarren.
Sind da Feinde am Werk? Schugi. Ich will mich erwischen. Da ist offen, erwische ich. Komm ins Gefängnis. Also, Bumm, ich bin wut. Aber hutig. Ja, das ist so. Spiegel weit ufert. Geiles Gefängnis. So, jetzt hängt er. Jetzt lohnt er schön. Jetzt gehen wir die Special Effekte zum Vorschein. Da steht er den Fluchtwagen von den Tischen. Bei schon mal. Wenn er so komisch lohnt, dann stört er glaub. Liegt wahrscheinlich an meiner spektakulären Flucht. Ja, lutscht schon wieder. Da bin ich aus dem Gefängnis geflüchtet ohne Ballerei. Hätte ich nicht gedacht. Entfliehen immer noch. Und er floh durch den Busch. Der Busch seines Vertrauens. Was ist das da drunter? Gehen wir einen Schuh. Da war ich noch nicht. Da bin ich bestimmt noch einen Schuh. Ich meine, die müssen noch haben. Und? Die haben einen. Das rieche ich. Glaube ich nicht. Du würdest dich daran erinnern. Die Viecher drehen komplett durch. Wer sülzt also, da rum? Hier soll was sein. Explosive ist bräunig. Du musst hier so lang. Bumm, ein Schäfer. Scheiße. War gar nicht gut. Ich habe die Deppe der Granaten genau in den Türrahmen geschmissen. Künstlerpech. Kann schon mal passieren, gell? Aber beim zweiten Mal wird es besser. Wir sehen. Bei der Burm. Bin ich wieder so. Bekanntermaßen bin ich von einer lästigen Sorten. Geh links herum. Lot die durch. Da drüben ist oh, Koppel. Jemand. Was sagt denn jetzt? Hat der da unten gehabt? Sehen? Nichts. Und? Das ist heiß. Hey, so! Ich seh ihn hier in Deckung und dann Schluss mit dem Scheiß! Komm, Mann! Du gerettet so! Achtung! So war das nicht geplant! Bumm, hast du da! Jemand da! Ja, futtige Spritzen. Aber da nur einer.
wenn er in den Klung ist. Der hinterm Haus, oder wir? Das ist der eine. Und der zweite. Das ist auch dort rum. Herr Stondl. Er ruft nach mir. Mit einem Ring. 64. Bumm, wir türmen. Die Mission ist vorbei, wenn ich da vorne bin. Meinen Diamantenkoffer hat er mir gestohlen, der Lump. Oh, Freunde. Telefon, schon ein bisschen schlecht. Da hat meinen Ruf gesteigert. Rufstufe 3. Ist aber nicht gut. Und nächsten. Eine neue Nachricht. Voice hier, die Dinge liegen jetzt anders. Wir sollten reden. Warum kommen Sie nicht mal in Sefapane vorbei? Da tschüss in Sefapane. Wo ist Sefapane? Dort rum, du Depp. Das wird ein bisschen dauern. Ich hätte ganz gerne meine Waffen zurück. Da habe ich gerade den Revolver und das Sturmgewehr. So, ich komme jetzt bei der Pipeline raus. Eine Bushaltestelle. Entweder ganz rechts oder drum in Porzellau. Und nicht los. Hat er mich gerochen oder wie? Da im Gebüsch. Aber ich bin ein bisschen verschwitzt. Da kann nicht schon passieren. War da ein Junge, ein Unterschlupf kann ich sein? Zu meiner Linken. Der war da links. Aber hüttig. Bei der Aufkreuzung. Wobei da vorne kann der besiegen werden. Da meine Hausens. Okay, er Kugel. Hat Glück. Aber ich habe auch Glück. Er lebt noch. Und ich lebe noch. Aber er wird sterben. Das war heute. Oh, hier. Nimm sie raus. Ich weiß, er ist hier. Ich weiß, er kommt. Ich weiß, er kommt. Also, wo mit der Ton außenrum? Auf wen schießen die? Kommt man die verrotten? Wenn man aus mir umso keine Feinde, oder?
Hier, Jules. Scheiße. Scheiße. Bekämpfen Sie sich gegenseitig und selbst? Die ABR und die UFLL? Aber sind wir rechtzeitig. Dann hat beschäftigt die Buben. Nicht zwischen durch. Der blanke Survival-Trip, du erinnert. So, jetzt kommt davon die Pipeline, die ich gesprengt hab. Und weiter drum der Unterschlupf. Und das war schön. Noch besser. Aber unerreichbar. Unterschlupf, ich komme. Da ist wieder so ein Reisender. Mit dem Polo ist er mir lieber, gell? Mit dem schießt er nicht. Taimoko-Mine. Jawohl. Alter. Sollen wir googeln, wo der Haustier? Ich hab doch irgendwas gebunkert, oder? Kann ich sein? Meine Uzi 9mm. Die Kiste habe ich noch nicht freigeschaltet. Scheiße. Nimm die doch. Die haben Silvia in Ruhe. Immer lieber. Ja, bitte, jetzt schlug mich durch in den Norden, oder? Der Weg könnte allerdings weit sein. Das ist um die Uhrzeit. Und der wollte hoch hinaus. Über Berge und Felder. Weit weg von denen. Hast du da rum, Dicke? Da bist du aus dem Posten. Da sind wir schon mal vorbeigekommen. Und da ist jemand daheim. Heute schon mal keiner daheim. Also sieh du. Komm, gib mir Vollgas. Bitte, komm, bin ich gut. Der war klemm. Später, ja. Sind wir auf der sieben Seiten, gell? Denn ohne Worte wird es ewig dauern, bis ich drum bin. Bei der Abgrenzung
Wie tun wir? Nicht gut. Ohne Grenzung, wo bin ich jetzt? Rechts um mich. Lauf nach Porzi, lau! Ich bin schon aus dem Wochenbasar. Liegt doch noch auf dem Weg. Dicke. Oh, come on. Tuck die Porzi, lau! Schneller als gedacht. Nein, Leute, doch. Silver Panne. Der Waffenjob. Genau wegen Summert. Bleib auf, Plan B. Wir wohnen bei Bus. Jetzt der nötige Bus auf die Stelle und dann zum Waffenbasar. Nein, Dicker. Typisch, die Wolfpacker. Der Weg in den Norden. So ist er.